Hallo zusammen, ich bin hier im kleinen Testraum. Ich habe hier eine 81er Medi GT, also eine Tiefkühlbox mit einem starken Kompressor, nicht wie Standard, sondern dreimal stärker und innen drin eine Last von 40 Watt. Und das teste ich für einen Kunden und wir schauen uns jetzt das aus der Nähe an. Also hier innen drin war eine Temperatur, wir sehen sie oben, von 20 Grad eingestellt. Und wir sehen hier ein Elbro Datenlogger. Wir sehen die Temperaturen. Also hier haben wir die Außentemperatur. Jetzt ist hier ein bisschen kühler, vorher war 20 Grad. Aber wir sehen das dann auf der Aufzeichnung. Und was ist innen drin passiert? Wir haben Last 2x40 Watt. Das ist von einem Anhänger eine Beleuchtung mit 2x20 Watt Birnen. Die habe ich nachgeguckt. Und wir sehen hier am Korb ist die Sonde 1. Dann hier drüben an der Wand ist die Sonde 2. Unten am Boden ist die Sonde 3. Hier ist die Sonde 4. Und hier ist noch die Sonde 5 und ihr seht jetzt da, vor hat man stabile Temperaturen und das fiel jetzt auseinander. Und hier sitzt das Umluft bzw. Umluft und Heizung. In diesem Fall ist natürlich jetzt die Heizung nicht aktiv und wir haben jetzt schon eine relativ starke Vereisung. Das hängt aber damit zusammen, dass wir hier überall mit diesen Kabeln reinfahren. Wir gehen jetzt hier auf das Temperaturprofil. Ja, und wenn nicht so will. Wir sehen, was hier gemessen wurde. Wir haben außen die Außentemperatur. Die ist natürlich relativ hoch. Und hier haben wir die Temperaturen. Das Datenblatt, also der Auszug von diesem Log, den schicke ich natürlich dem Kunden zu. Aber Fazit ist, die Box ist zu schwach. Wenn ich also hier permanent 40 Watt Leistung drin habe, kriege ich die Temperaturen von minus 25 Grad nicht hin. Die Temperatur, die Kühlbox hat zu wenig Leistung. Also das heißt, wir müssen hier irgendwas Stärkeres verwenden, Stärkeres besorgen. Da gibt es diese Box mit einem stärkeren Kompressor zu bauen oder sonst irgendwas. Aber so in dieser Konstellation werden die gewünschten minus 25 Grad mit Innenlast 2x20 Watt nicht erreicht. Ich schicke jetzt das Video dem Kunden, stelle es bei YouTube online. Also das ist das, was wir machen, nicht nur Boxen für Camper. Ich sage hier auch aus nichts, für was das Teil eigentlich gebaut ist, weil es werden sicher nicht zwei Lampen gekühlt. Ich wünsche euch einen schönen Tag.